ganz herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Rudelzocken-Video. Wir spielen Evolve. Es ist endlich raus. Ich habe mich mega darauf gefreut und ich musste mich echt schon hart zurückhalten, dieses Spiel zu spielen und aufzunehmen, weil ich musste erst, oder ich wollte erst die Dark Souls-Session fertig machen und rendern und hochladen, bevor ich jetzt mich hier dran begebe. Konnte es mir aber nicht nehmen lassen, es trotzdem schon mal zu spielen. Ich finde dieses Spiel einfach total geil. Es macht mega viel Spaß. Allerdings muss man dazu sagen, man braucht noch so ein bisschen Geduld manchmal. Die Leute wissen noch nicht so ganz, mit den Charakteren umzugehen. Und auch bei mir ist es so, ich spiele also nicht wirklich gerne das Monster. Hier mal meine Rollenverteilung. Also ich mag den Trapper und den Support eigentlich bis jetzt am liebsten. Den Medic habe ich ganz am Anfang mal gespielt, aber der kriegt ja dermaßen hart auf den Sack. Und wenn er von seinem Team nicht beschützt wird, dann sieht er wirklich überhaupt gar kein Land. Den Assault habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt. Ist jetzt auch nicht so meine Klasse. Und Monster, wie gesagt, das mag ich eigentlich gar nicht so alleine unterwegs zu sein und vor den anderen zu flüchten. Erstaunlicherweise habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal das Monster spielen müssen. Und es hat eigentlich erstaunlich gut geklappt. Ich habe, glaube ich, dreimal gewonnen und zweimal verloren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich starte jetzt schon mal das Spiel. Ich muss ja eh noch ein paar Leute suchen, da kann ich noch ein bisschen was erzählen. Ihr seht unten links, bin ich schon Level 6. Ich habe, zu meiner Verteidigung, habe ich durch den Vorbesteller-Bonus so ein Instant-Jäger-Pack bekommen. Das heißt, ich habe schon die zweite Stufe von allen Jägern freigeschaltet, spiele die aber noch nicht. Einerseits, weil sie mir nicht liegen von ihren Fertigkeiten her, und andererseits, weil ich die ersten erstmal richtig ausspielen möchte, so alle Fertigkeiten bis aufs Maximum und so weiter, und vor allem generell erstmal das Spiel kennenlernen möchte. Dann, was kann ich noch sagen? Genau, Spielmodi gibt es viele verschiedene und einmal alle verschiedenen in einem Spielmodus quasi zusammen. Das heißt, dieser zusammen, oder ich fange mal mit den Einzelnen an. Jagd, das ist ganz klar, Jäger gegen Monster. Monster muss abhauen, bis es eventuell Level 3 erreicht, um dann das Stromrelais anzugreifen. Oder vorher alle Jäger klar zu machen, die Jäger natürlich Monster töten. Dann gibt es Nest, da gibt es viele Eier auf der Karte, die Jäger zerstören müssen, und das Monster muss diese Eier verteidigen. Da hatte ich das sogar zum Beispiel einmal. Ach, jetzt komme ich in so ein bestehendes Spiel, das ist jetzt noch nicht so der Knaller, muss ich ganz ehrlich sagen. Darüber hinaus bin ich tot. Ne, vergiss es. Bleibe ich jetzt hier drin? Bleibe ich jetzt hier nicht drin? Die Daisy lebt alle anderen tot. Das kann doch gar nicht sein. Hallo? Das ist Schwachsinn, wir müssen doch alle... Ich kann auch nichts wechseln, das ist bescheuert. Egal, dann nutzen wir das jetzt einfach, um noch ein bisschen erzählen zu können. Wo war ich? Genau, da gibt es Eier, verteidigen, hin und her. Genau, und da ist mir immer passiert, dass aus einem Ei auch ein Monster gespawnt ist. Das wurde dann computergesteuert. Da hatte es tatsächlich zwei von diesen Ultraviechern am Laufen auf der Karte. Das war natürlich mega Hammer. Was gibt's noch? Wie heißt das denn? Rettungsmission oder irgendwie sowas? Ja, fortfahren. Dieser Typ bin ich nicht. Ich habe nicht gespielt. 000 ist ja wirklich Knorke. Und jetzt habe ich den Scheiß auch noch in meinem Video und kann jetzt nicht aufhören. Will jetzt nicht neu anfangen. Ne, lasse ich jetzt auch so. Kann ich jetzt nicht ändern. Müssen wir jetzt irgendwie mit klarkommen. In den nächsten Folgen, wo ich jetzt am Anfang nicht so viel erzählen muss, lasse ich das definitiv weg. Also da schalte ich dann erst ein, wenn ich wirklich im Spiel drin bin, beziehungsweise Ladebildschirm und so weiter. So, es gibt dann noch... Ich habe tatsächlich vergessen, wie das heißt. Dieser Spielmodus, wo ich gefallene Zivilisten quasi retten muss. Das heißt, glaube ich, nicht Evakuierung, das heißt Rettung oder irgendwie sowas. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. Da muss ich, wie gesagt, ein paar Leute eskortieren. Und, lol. Die letzte weiß ich gar nicht. Ach doch, genau, Verteidigung. Da muss man, das Stromrelais oder mehrere Stromrelais verteidigen, aber immer nacheinander. Das heißt, ein Stromrelais verteidigen. Wenn das zerstört wurde, geht es weiter zum nächsten. Zum nächsten, zum nächsten. Das kennt man so ein bisschen vielleicht aus Team Fortress. Diese Angreifen-Verteidigungsmaps. Ist eigentlich auch ganz nett. Und wie gesagt, dann gibt es diesen Spielmodus, der heißt Evakuierung. Da spielt man 5 Tage, also quasi 5 Spielmodi hintereinander. Man kann auch zwischendurch dann abstimmen, welchen Spielmodi man als nächstes spielen möchte. Und das Geniale dabei ist, man spielt also immer mehr oder minder auf derselben Karte. Und je nachdem, wer jetzt am ersten Tag gewinnt, also ob Monster oder Jäger, variiert die Karte dabei. Das heißt jetzt Beispiel, das Monster gewinnt, zerstört das Wasserkraftwerk oder das Kraftwerk. Dann ist am Tag 2 die Map teilweise verseucht durch dieses zerstörte Kraftwerk. So, ich bin Trapper, 100%ig. Ich bin aber, wie gesagt, den habe ich noch nie gespielt. Sie hier schon. Und ihr seht ja unten diese 1 Sterne, die ich bei den Waffen und so weiter habe. Die will ich jetzt erstmal noch ganz hochbringen.
und Jetpack schneller aufladen. Nehme ich eigentlich meistens. Das schneller Wechsel interessiert mich nicht. So oft muss ich die Waffe nicht wechseln. Erhöhter Schaden, diese 7%, die mache ich mit der Trapperin eh nicht. Und Sprunghöhe, ja, das ist noch eine ganz interessante Geschichte. Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn mein Jetpack ein bisschen schneller auflädt, weil das braucht sonst immer mega lange. Okay, ja, genau. Wenn das Kraftwerk dann zum Beispiel zerstört wurde, ist teilweise die Karte danach verseucht, wo dann die Jäger durch Schaden kriegen. Oder wenn halt die Jäger gewinnen, kann es sein, dass automatische Geschütze auf der Map verteilt werden. Oder es so Teleport-Tore gibt, die dann aktiviert werden und so weiter. Das, dadurch variiert also immer auch die Karte und so weiter. Das finde ich also mega spannend und interessant. Und dann je nachdem, wer dann also auch gewinnt am Ende, gibt es natürlich Fettpunkte. Kochst du heute Abend? Ich hatte das mal, dass wir als Jäger alle 4 Tage verloren haben. Und am letzten 5. Tag haben wir das Monster tatsächlich klar gemacht und haben gewonnen. So. Also man kann es dann also auch im letzten Moment noch rumreißen. Man hat dann dadurch jetzt nicht verloren. Man kann jetzt natürlich dann auch sagen, ja, wozu dann die ersten Tage durchspielen, wenn man dann am Ende oder das Monster ja dadurch dann ja doch keinen riesen Vorteil hatte. Allerdings muss ich auch wirklich sagen, das Monster hat sich am letzten Tag wirklich dämlich angestellt. Also da war ich auch Trapper und habe es dann, wir mussten verteidigen, das Evakuierungsschiff. Und ich habe das tatsächlich immer so eingefangen, dass das Monster die Tankleitung, also dann wird das Evakuierungsschiff wird aufgeladen dann und der konnte die Tankleitung dann nie angreifen. Dadurch haben wir dann gewonnen. Jetzt muss ich gerade echt mal gucken, wo wir dort hin müssen. Ja, dann wollen wir mal. Auf zum Monster. Ach ja, genau. Meiner Meinung nach in diesem Spiel ist eher absolut Headset-Pflicht im Team. Aber das haben die wenigsten, darum macht es eigentlich jetzt überhaupt gar keinen Sinn, dass ich jetzt hier dieses Headset dafür benutzen würde, mit den Leuten zu reden, weil die haben, es hat eh keiner ein Headset. Die Viecher, die haben ja auch schon nicht da gemacht. Los jetzt, wir haben keine Zeit für diesen Spaß hier. Ach ne, warte mal, da kann ich hier. Genau, hier kann man jetzt noch so einen Vorteil nehmen, wenn man so spezielle Tiere tötet. Abklingfähigkeit, das konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen. Also wenn man spezielle Tiere in diesem Spiel tötet, gibt es halt auch so Vorteile. Aber wenn wir jetzt dieses Vieh getötet haben, heißt das nicht, dass nur wir diesen Vorteil kriegen. Wenn jetzt zufällig das Monster jetzt noch vorbei rennt und das Vieh da liegen sieht, dann kann das dieselben Vorteile kriegen. Und mein... Ah, ein Glück. Da war jetzt gerade mein Jetpack leer und ich hätte es fast nicht geschafft, aus dem scheiß Vorsprung zu kommen. Darum, wie ich gesagt habe, mag ich es eigentlich ganz gerne. Ach, da ist es schon! Scheiße, jetzt habe ich dieses eine Vieh angegriffen. Jetzt muss ich gucken, dass ich das rot kriege, damit ich hier meine Fallen stellen. Oh, hier ist wieder so ein fettes Vieh in der Nähe. Da ist es. Ich kann aber die Falle nicht setzen. So eine Scheiße. Das Blöde ist hier, mein Enterhaken, der braucht auch so ein bisschen, bis er dann abgefeuert wird. Ich versuche jetzt mal hier an der Seite drin vorbeizukommen und da in so... Ah, das schaffe ich nicht. Dann verfolgen wir es einfach, dass es nicht in Ruhe essen kann. Wo ist es hin? Dreck, da. Verstecken ist nicht. Ist das Vieh nicht hübsch? Fuck, es ist weg. Nein, da ist es. Oh, das hat sich versteckt. Komm her. Ah, schade, es ist von mir ab. Ich dachte, es springt nochmal zurück, dann hätte ich hier die schönen Harpunen wieder setzen können. Ich setze jetzt einfach mal so ein paar Harpunen hin. Vielleicht rennt es ja nachher nochmal hier vorbei. Und der Medic könnte mich im Übrigen mal heilen. Linke Seite sieht man meine Lebensenergieanzeige. Die ist ja wohl mehr als Premium. Was war das gerade für eine Mucke? Wo ist es hin? Wir haben Hank verloren! Wieso das denn jetzt? Oh, Leute. Ernsthaft, ey? Wo ist denn der... Da ist doch der Medic. Wieso kann uns der Medic, dankeschön, nicht heilen? Wo ist Daisy? Oh, jetzt haben wir natürlich das Scheißvieh verloren. Jetzt konnte das erstmal richtig snacken. Die Schritte gehen doch hierher. Da ist die Sau! Los! Jetzt das Scheiß... Los, komm, nein, es muss in der Arena sein, bitte! Yes, es ist drin! Na, Arschloch, alles klar! So, jetzt muss ich hier schön die ganzen... Lol, hat das ein Disconnect? A nice one. Von mir aus gerne. Aber das hatte ich jetzt auch noch nie. Dass der gar nichts macht, aber von mir aus... Also für mich sieht das nach einem Disconnect aus. Das ist jetzt auch mega spannend für uns.
oder für euch auch dieses Video zu sehen. Ja, tut mir leid, Leute. Also, ja, jetzt untätig. Ja, jetzt hat es wahrscheinlich der Computer übernommen, aber was will der jetzt noch reißen? Das ist vorbei. So, das war's. Tschüss! Spannend. Naja, von mir aus. Aber es wäre hammeröde. Aber ich habe gut Schaden natürlich dadurch jetzt gemacht. Also ich kann mal sein, dass ich die Waffe jetzt schon vielleicht ein Level hoch habe. Wobei, bis zum Level 2 ist es aber ein Riesenschritt. Ja, vielleicht krieg ich Stufe 7. Oh ja, ich krieg auf jeden Fall Stufe 7. Olle. Gegenstände werden geladen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hey, Hintergrund. Ja, da habe ich natürlich gut Schaden gemacht. Knapp die Hälfte. Naja, ist okay. Überdurchschnitt beim Schaden. Immerhin. Fortfahren. Er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, ich hoffe, dass die nächste Folge jetzt mal ein bisschen spannender wird. Ich habe jetzt mal 11 Minuten aufgenommen. Dann machen wir auf jeden Fall jetzt noch eine. Ich wusste nämlich gar nicht so, das kann nämlich auch stark variieren, wie lange so die Folgen dauern. Also an einer saß ich mal eine Dreiviertelstunde, an der einen jetzt zum Beispiel nur 11. Und noch nimmer 11. Das ist ja 11 Minuten Aufnahme, aber ich habe ja vorher auch noch rumgequakt. Was ich sehr interessant oder genial finde, ist, dass man danach noch gucken kann, was man so alles gemacht hat in dem Spiel, so wo wer hergerannt ist und so weiter. Manchmal geht das allerdings so schnell, da kommst du gar nicht hinterher. Und da ist er down. Ja, hier, guck mal, da unten steht's. 4 Minuten 55 haben wir gebraucht. Das ist doch lächerlich. Hauptsache, ich bin jetzt kein Monster. Ich hasse Monster. Aber natürlich, wenn es so sein soll, dann gönne ich euch den Spaß. Ich würde es gerne auch mal mit den anderen spielen, aber die haben jetzt das Spiel noch nicht. Ich könnte sie jetzt ja mal mit diesem Video hart unter Druck setzen, sich dieses Spiel zu kaufen, weil ich finde es einfach nur geil. Es macht wirklich Spaß, es ist abwechslungsreich und es ist halt mal was anderes. Ja. Der Damm. Ich glaube, diese Karte habe ich noch nie gespielt. Bitte lass mich nicht das Monster sein, bitte nicht das Monster, bitte, 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 bitte. Nein! Oh, verdammte Scheiße! Und dann noch auf einer unbekannten Karte. Oh, leck mich doch am Arsch. Los, hier habe ich immer zwei genommen, hier einen. Erhöht Fressgeschwindigkeit. Geruchsreichweite. Ne, das ist eigentlich nicht so wichtig. Klettergeschwindigkeit ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schadensbonus. Oder Fressen. 7% Schadensbonus. Fressen. Ah, ne, lieber das hier, ey. Da kommt's nachher drauf an, ey. Oh, Bucket. Gegen den habe ich noch nie gespielt. Genauso gegen Griffin. Die kenne ich gar nicht. Also ich habe ganz am Anfang mal versucht, möglichst sneaky wegzukommen. Das heißt schleichen, weil dann hat nämlich auch, dann scheucht man keine Vögel auf. Man hinterlässt keine Fußspuren oder nur wenig. Das heißt, der Köter findet einen nicht so leicht. Allerdings war ich dabei so langsam, da haben sie mich so schnell gekriegt. Also das hat nichts gebracht. Das nächste Mal bin ich dann extrem schnell abgehauen. Also erstmal weit gesprungen, erstmal weg, weg, weg. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, auch ein Level hoch zu leveln. Also durch Fressen. Und habe es dann auch geschafft, die Gruppe klar zu machen. Allerdings unterstelle ich denen, dass die da nicht ganz so auf Teamspiel waren. Also der Heiler und der Supporter haben sich also wirklich um ihre Teamkameraden gekümmert. Also wenig Heilung, wenig Schild. Das war eigentlich von denen für mich gut. So, auf geht's, Kinders. Ich kenne die Map nicht. Warte mal kurz gucken, wir sind da. Wir hauen mal nach Norden ab. Hoffe ich. L2 war, glaube ich, klettern. Nein, wir hauen nicht nach Norden ab. Oh, falsch gesprungen. Hier hoch. Los, kletter! Und jetzt da hoch. Ja, jetzt habe ich schon Vögel aufgescheucht. Herrlich, ey. Ja, das Vieh ist erstmal meins. So, fressen, Schild aufbauen. Oben über meiner Lebensanzeige seht ihr mein Schild. Und dieser blaue Bereich, wenn ich fresse, wenn der voll ist, kann ich hochleveln.
sneak ich mal so ein bisschen. Oh, los, komm, mach's fertig. Friss, friss. Beeil dich. Ne, gegen das Vieh will ich eigentlich nicht kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jawohl, gleich. Nein, lass mich doch nicht abhauen, Mann. Bleib hier. So, schnell fressen, 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 fressen. Ich hasse wirklich das Monster zu spielen. Ich hasse es. Tut mir leid, aber ich mag es einfach nicht. Geh mir in den Sack. Fressen. Geh mir nicht auf den Sack. Fressen. Fressen. Und abhauen. Meiner. Kann ich leveln? Nein, kann ich noch nicht. Einmal horchen. Da sind sie schon. Boah, weg hier. Los, greif ihn an, Mann. Yes, jetzt kann ich leveln. Nein, die haben mich gekriegt. Sie haben mich. Lauf, 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 lauf. Ich bin betäubt. Komm schon. Komm schon. Seh nix. Ich muss hier weg, ey. Schön ein paar Haken schlagen. Einmal kurz die Karte gucken. Ja, hier schlage ich mal ein paar Haken. Los. Oh nein! Die haben mich immer noch. Die sehen mich jetzt natürlich auch die ganze Zeit, ne? Lol, hier wird einer von denen gerade getötet. Jetzt gehe ich mal ein bisschen langsam. Sneaky, sneaky, weg hier. Einmal im Kreis laufen. So, und hier evolve ich jetzt mal. Die haben mich tatsächlich verloren. Oh, ist das geil. So, und jetzt in diesem Moment werden sie sich ärgern, dass ich nämlich Level 2 bin. So, jetzt hier schön Schaden machen. So, und was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt weiter auf Jagd oder greife ich sie an? In einer Minute sind sie nämlich wieder komplett. Wo sind sie denn wohl? Also ein bisschen fressen sollten wir noch, weil dann kriegen wir ja wieder, wie heißt es, Schild. Das ist schon wichtig, dass du nicht so viel Permaschaden kriegst. Darum schön fressen. Und wenn sie denn dann kommen, dann gucken wir mal, ob wir sie klar machen können. Vielleicht bin ich auch Level 3 gleich. Aber längst muss ich sagen, Level 3 ist nicht so cool. Da kann man nämlich nicht mehr, ist man nicht mehr so beweglich. Allerdings war ich das noch nie. Komm her. Oh, voll daneben gesprungen, ey. Was bescheuert ist. Oh, ist tot. Jo. Ja, der gibt mir natürlich richtig Energie. Wo sind denn jetzt wohl die anderen? Da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. So, die mache ich jetzt, da greife ich jetzt nämlich erstmal an. Bam, Junge! Jetzt geht's hier erstmal ein bisschen ab. Zack. Zack. So, komm her. So, der ist schon mal Muck. So, wen haben wir hier noch? Komm her! Yes! Zweiter tot! So, Digga, du hast keine Chance. Okay, der hat ein Schild, aber das hält auch nicht ewig. So, der ist jetzt nämlich auch Muck. Hier haben wir noch einen. Zack. Nochmal kaputt.
Ja, hab ich dann gerade gesehen. Ich hab gewonnen, Kinders! Ich hab gewonnen! Yes! Ich glaube, ich mag das Monster doch. Geil. Ich bin mir gar nicht sicher, waren die nur zu dritt, als ich die angegriffen habe? Ich glaube, die waren aber ganz schön überrascht. Ich muss mich jetzt immer gerade selber loben und mich so in meinem wirklich Sieg baden und suhlen. Ist aber absolut geil. Ja, wie gesagt, Feuerschaden habe ich ja nicht gemacht. Ah, fast Level 1, okay. Felswurf und Schmettersprung machen mir bis jetzt eigentlich am meisten Spaß. Würde ich jetzt nicht sagen, aber die machen für mich am meisten Sinn, weil die machen halt echt Damage. Und gerade wenn du so zwei Fertigkeiten hast und die dann auch bis zum letzten Level dann auch aufwertest, dann machen die natürlich nochmal richtig Damage. Und dann verteilst du den Schaden halt nicht auf vier Fertigkeiten. Wenn ich die beiden jetzt nämlich dann komplett habe, werde ich die anderen beiden dann umso weiter machen. Und dann die Leute klar machen. So, 20 Minuten sind um. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Zeit. Hier können wir nochmal immer sehen, was ich so gemacht habe. Ja, und da haben sie mich eigentlich schon gehabt. Oh, da waren sie ja wirklich immer nah dran, ey. Und dann habe ich tatsächlich verarscht, wo die hingelaufen sind. Ist das geil. Absolut genial. Ja, super cool. Naja, wie dem auch sei. Ich beende hier die Aufnahme. Danke fürs Zusehen. Lasst mal ein paar Kommentare da, ob euch das Spaß macht, wenn ich dieses Spiel spiele. Mir macht es, wie gesagt, mega Spaß. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und ich freue mich, das weiterspielen zu können mit euch. Also dann macht's gut. Ciao.